Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Community Commentary WoW Dragonflight M Plus Keys. Wir sind in der Akademie und wenn ihr die Chance wahrnehmen wollt, euch vielleicht auch hier mal zu sehen, dann könnt ihr mir natürlich gerne eure Replays einschicken. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Manch einer ist da schon ein bisschen erfahrener, weiß, wie man aufnimmt, weiß, wie man was bei Google Drive oder Dropbox reinknallt oder auch nicht. Und wenn ihr zum oder auch nicht Teil gehört, kein Problem, habe ich auch ein kleines Video verlinkt, wo ich nochmal so grob zusammenfasse, auf was ihr da achten solltet. Und dann kann es jeder gern mal ausprobieren. Fühlt euch frei. Wir starten heute aus Sicht eines wunderbaren Blutdekars in der Akademie Dragonflight Season 4 mit am Start. Mit einem ordentlichen Big Pull kann man sich auch leisten. Hier wurde schon immer gerne großzügig gepullt und wir sind in einer tyrannischen Woche, müssen also nur aufpassen. Holla, das war zum einen, jawohl, unsere Deckung hier nicht fallen lassen und zum anderen, dass wir bei den Bossen natürlich mehr auf die Mütze bekommen. Ansonsten haben wir eigentlich nur stürmisch mit dabei. Heißt, bei den Wirbeln ein bisschen aufpassen kann man als DK, aber auch der Gruppe sehr schön helfen. Einfach den unaufhaltsamen Tod ziehen und dann ist man ja immun gegen bewegungseinschränkende Effekte, egal ob Sargeras euch runterkicken oder Razages euch runterkicken oder irgendwer sonst euch runterkicken oder hochschmeißen möchte. Ihr seid immun gegen jeden Scheiß dieser Art, es ist einfach wunderbar und deswegen hatte ich bei diesen Bossen auch nie Probleme mit runterfallen. Ne? Wenn ich an Saka denke, an den Anfang, wo er dieses eine Heulen wirkt, das wir dann mit den nächsten Fähigkeiten debufftechnisch entfernen bzw. umwandeln müssen, wie oft unsere Ranges da am Anfang runtergefallen sind, weil die außen standen und dann kam dieser Knockback, ne, auf drei andere Fähigkeiten konzentriert und runter und als Todesritter, nö, unaufhaltsamer Tod, wieder war eine Fähigkeit, ne? Bei Rasa, Riesenpanik, stehe ich bei der Hurricane, schwinge vor der richtigen Void als DK. Wie, warum sind da Voids? Bei der Thea, scheiße, die Winde wechseln, ich werde hochgeschmissen. Nö, unaufhaltsamer Tod, Junge, spielt mehr DK. Leute, es ist wirklich wichtig. Und der gute DK hier hat er auch wieder gestartet, bevor der Key losgeht, weil ja mit dem Key-Start die Cooldowns entsprechend resettet werden, macht man ja ganz gerne einen Pull-Timer, wenn man Demon Hunter in der Gruppe hat. Ja, weil der dann einmal seine Meta zieht und dann zum Key-Start in der Meta bleibt, aber die Meta auch wieder ready ist. Und beim DK wird gerne diese Fähigkeit, ehemals Necrolord-Pakt-Fähigkeit, gezogen, die uns diese grüne Hand gibt, die um sich schlägt, Gegner ranzieht und Aufladungen von Knochenschild generiert. Und die wird natürlich genauso behandelt wie die Meta, also diese Knochenschild-Aufladungen, die bleiben dir direkt erhalten und die Fähigkeit ist dann mit dem Key-Start direkt wieder ready. Kann also sinnig sein, wenn ihr wisst, hey, da wird der Key gleich aktiv, dann einfach diese Fähigkeit ziehen, wenn mitgeskillt und schon startet ihr mit ein bisschen mehr Knochenschild, mit ein bisschen mehr Rüstung. Bei dem Boss einfach aufpassen, dass man hier richtig moved. Natürlich Vorsicht bei den Peitschern, die sollten schnell aus dem Leben geknallt werden. Ja, deswegen versuchen da schön zu stacken, damit die nicht kunterbunt in der Welt verteilt sind und jetzt kann man da ordentlich rein AEen. Und natürlich auch das Ad im Auge behalten, diesen Treant, dieses Urtum-Vieh, das wir da haben, genau da aufpassen, schön in der Void mit drin bleiben, so einmal runtergereinigt worden und unterbrechen, weil der, glaube ich, auch irgendeine Buff, irgendeine Heilungsgeschichte dadurch bekommen will. Deswegen klar in Bosskämpfen, wenn Ads da Zauber wirken, Junge, das ist wirklich ätzend und darum wollen wir das auch nicht wirklich haben. Ansonsten bin ich ein bisschen nervös, habe ich ganz am Anfang fast Schnappatmung bekommen. Zum einen, wenn ich die Zahlen hier gerade sehe, holla, Junge, das sieht gut aus. Und zum anderen, wenn ich diese Aktionsleiste da unten sehe, wow, was war das denn für eine Schelle, Bruder. Gut, wir gucken wirklich lieber auf die Aktionsleiste hier und vermeiden die Nahtoderfahrung. Auch die Stacks, die unser DK hier angehäuft hat, ja, sehr, sehr unangenehme Sache. Aber er hält tapfer Stand. Guck mal, jetzt ist wieder recht beruhigend hier. Sehr, sehr schön. Der Todesstoß, er sitzt mit unserem Trade, der den Todesstoß verstärkt. Abhängig davon, wie viele Ziele wir mit Siedeblut treffen, können wir hier natürlich sehr profitieren in dieser Ad-Phase. Und jetzt sehen wir wieder, zack, den bösen Debuff einmal runtergereinigt bekommen mit dieser grünen Explosionsfläche. Also Positioning ist hier eine sehr, sehr wichtige Sache. Nicht nur, um das Maximum aus deiner Skillung rauszuholen, sondern
sondern um auch ganz schlicht und ergreifend zu überleben. Und die Akademiebosse in den ersten Wochen damals mit tyrannischen Scaling-Jungen, die waren wirklich alles andere als beliebt. Das waren gefürchtete Killermaschinen und wir haben gerade gesehen an den Schellen, das können sie auch heute wahrlich noch sein. Von den Debuff-Stacks hier mal ganz zu schweigen. Die Gruppe allerdings hat das sauber durchgezogen. 22% Trash, 27 Minuten auf der Uhr und nur einen Tod. Fabelhafte Sache, rüber geht's direkt zum nächsten Boss. Denn die Wege, die sind hier ja relativ kurz, hilft uns aber nur bedingt, denn Trash-Prozente müssen wir natürlich trotzdem mitnehmen. Ja, die Aktionsleiste da unten so leer. Junge, die hängt da so standardmäßig rum, na, als hätten wir nur Vampirblut, Herzstoß und den Marktzerfetzer dabei. Schön hier beim Knockback, jawohl, kann man sich an die Säule kicken lassen oder als DK, da hat dann gezogen, ne, den unaufhaltsamen Tod into antimagische Hülle, um hier Knockback und Magic-Schaden zu vermeiden. Das ist natürlich die hohe Kunst, das dann auch noch zu kombinieren. Und die anderen Fähigkeiten, die sind natürlich nicht weg, die sehen wir ein bisschen drüber in dieser etwas längeren Extra Leiste, ja, da schön übereinander gestaffelt und mich triggert die untere ein bisschen. Mich würde die wahnsinnig machen. Ja, die hätte ich irgendwie entweder auch so randlos anpassen müssen oder ich weiß nicht, ich gucke da immer wieder hin und sehe diese Wyvern, die da an den Seiten sitzen, ne? Diese gehörnten, miesen Schweine. Aber er hat das an sich alles sehr schön kompakt im unteren, mittleren Bildschirmbereich vereint. Ja, da haben wir auch die Kickanzeige, da haben wir die heftigen Gruppen-CDs, egal ob jetzt eisige Pfade, richtig heftiger Gruppen-CD oder die Trommeln Verbündete erwecken, die antimagische Kuppel, ja, alles so mit dabei, was wir als DK eben auch aufbieten können, aber daneben auch alles, was unsere Kollegen in der Gruppe so zu bieten haben. Oben links dann komplette Infodatenflug, da guckt man auch nicht so häufig hin. Darum kann sich die Datenflut genau da auch gerne ansammeln. Ja, da haben wir Schadensmeter, da haben wir was noch dynamischer Gesamtschaden. Wir haben den DPS mit dabei, wir haben den HPS mit, einfach alles, ja. Drei verschiedene Schadensmeter und 20 Anzeigen. Es ist wirklich wie auf der Enterprise. Und dann die Stunts noch dabei. Ja, schau mal, was wir da auch alles haben. Absolut fantastisch. Also da ist natürlich auch immer so der erste Moment, wo man sich erschlagen fühlt. Aber wenn du weißt, nach welcher Übersicht du suchst und du bist in deinem eigenen Interface, dann ist das natürlich ohne Warenheber eine Sache von Sekunden. Das wissen wir. Und zum anderen weise ich auch immer wieder gern darauf hin, dass das Wort Weiser anscheinend schwer auszusprechen ist im ersten Versuch und dass man natürlich auch heute eine breite Masse von Leuten hat, die nebenbei streamen, den Leuten dann einfach Infos geben wollen, ohne dass sie alle drei Minuten nachfragen müssen. Ja, deswegen solche Anzeigen oder viele laden dann ihre Replays auf YouTube hoch oder analysieren die einfach. Ja, nehmen das für einen Gildenkumpel mit oder wollen selber gucken, hey, wie hätte ich mich da verbessern können? Welcher CD war noch ready, worauf muss ich achten? Also da merkt man auch eine deutliche Veränderung in diesen Kategorien über die letzten Jahre. Ich habe es ja jetzt in mehrerlei Hinsicht mitgemacht. Zum einen als selber aktiver Creator seit vielen, vielen Jahren merkt man natürlich, wie sich da im Bereich YouTube und WoW einiges gedreht hat. Aber auch so durch eure Einsendungen hat man da doch ein klares Bild gezeichnet bekommen über die letzten Jahre, dass das in solche Richtungen geht und dass es überhaupt nicht schlimm, gar nicht negativ gemeint, ist nur aufgefallen und ich denke eine gute Entwicklung, weil es ja doch bedeutet, dass Leute gewillt sind, darauf zu achten, was sie hier tun. Und wenn wir das alle machen, dann steht dem positiven Gruppenspiel doch gar nichts mehr im Wege. Hehe, ja. Dieser Boss kann auch böse zuhauen. Wir haben es gerade gesehen am Anfang. Ja, der DK, der geht ja auch wirklich ungeschützt vorne rein. Ne? Bevor wir hier irgendwie mit der tanzenden Huhnwaffe Parierchance pushen können oder übers Knochenschild genügend Rüstung aufgebaut haben, mit dem Grabstein das Ganze in ein Absorbierschild umwandeln können, da hast du gar nichts. Da gehst du rein und kriegst erstmal Schelle. Ja, also gerade das Antanken, wenn du nicht diesen Trick zum Keystart machen kannst, dass du gerade schon Aufladungen von Knochenschild für Lau bekommst, da musst du wirklich ready sein, schnell zu reagieren oder ja, musst eben direkt mit dem CD reingehen oder ansonsten, ja, wir sehen das hier bei dem wilden Picken, also das ist nichts für schwache Gemüter, selbst jetzt, wo der DK eigentlich ready ist mit seiner Kugel und nur darauf wartet, nicht nur weiterhin schön diversen Flächeneffekten hier auszuweichen, sondern die auch reinzuhauen, um dann der Gruppe eben diese Zwischenphase zu geben, den Boss kurz zu stunnen und diese Phasen sollte man tatsächlich sinnig teilen. Ansonsten gibt es hier Überschneidungen, die sind wahrlich jenseits von gut
und böse. Da kommt das nächste Kreischen. Aufpassen, auch das Gruppenleben, ne, wenn wir uns da reinziehen. Heilige Scheiße, also unser Heiler, der hat hier wirklich zu schwitzen. Wir wissen, in M+ ist es wirklich gern gesehen, dass CDDs gut ausweichen. Ein paar CDs benutzen, sich auch mal selber heilen. Aber bei solchen AOE-Effekten, da muss der Heiler natürlich ready sein. Viele wurden traumatisiert durch auch mein Lieblingsbeispiel, Good Old Finsterherz, Dickicht, Endboss, Schemen von Xavius, ne? Wenn da die Zwischenphase hittet und die ganze Welt um dich rum explodiert, also da machst du nichts mehr, wenn dein Heiler nicht aufpasst und oder die Bubble nicht ready war. Ja, Boss geht ins letzte Drittel seines Lebens. Ungefährlicher ist der ganze Fight auf jeden Fall nicht geworden, aber wir haben gesehen, die Gruppe ist wach. Kein weiterer Tod auf der Uhr. Unser Tank hier nebenbei bemüht die Mechanik tatsächlich mitzuspielen, den Boss aber dennoch auch brauchbar im Auge zu behalten und vor allem so zu positionieren, boah, dass der Rest der Gruppe da auch gut mit klarkommt. Und dieser Hit, der muss vorbereitet sein. Im Sinne von, wir müssen den überleben, ja, wir müssen getoppt sein in der Gesundheit, wir müssen am besten Rüstung gestackt haben, wir müssen irgendeine CD ready haben, da wieder wildes Picken, bam, Junge, über die Hälfte Leben weg, also wenn man da noch eine Void mitnimmt oder ungünstig durch einen Tornado in die Luft geschleudert wurde und dann in einer Void landet oder so, gerade diese Überschneidungen wissen wir ganz, ganz böse Nummer. Hier sehen wir es gerade, ne, also das kann schneller passieren, schau mal an die zeitliche Kombo hier, als man gucken möchte, aber auch da kann man immer noch mal parieren, ja, hat er direkt ein bisschen was gezogen hier und das ist ja das Allerwichtigste, dass du Erfahrung hast, die du im Idealfall gesammelt hast, ne? Die kannst du nicht so einfach kaufen, einfach laufen, probieren, testen, dazulernen, ja, und dann reagieren kannst. Aktion, Reaktion, das ist meiner Meinung nach mit das Wichtigste, was du in M+ dabei haben solltest, sei denn du hast eine Stammgruppe, ja, dann ist man einfach so eingespielt, dass das Ganze irgendwann so ein kontinuierlicher Flow ist, aber davon ab, wenn du random läufst, jede Gruppe ist ein bisschen anders. Ja, der eine ist gestern den Key noch links rum gestartet, du läufst jetzt rechts rum und es gibt so viele Variablen, die da durcheinander geschmissen werden, dass du einfach eine gewisse Grunderfahrung haben solltest, mit der du dann arbeiten und dich arrangieren kannst, um dann nicht zu sehr durcheinander zu wuseln. Ja, auch hier sind Big Pulls eine gefährliche Sache. Wir sehen das an diesen Schlangen, hat er jetzt nicht im Auge gehabt bei dem riesen Gewusel da vorne. Das ist keine Schande, das passiert den Besten. Hä? Aktion, Reaktion und noch rechtzeitig rausgesteppt dort, aber auch hier der Schaden, ja, diese Schlangen, die porten sich, dann entfesseln sie den Odem, nebenbei die anderen Viecher, die ihr ordentlich aufs Fressbrett geben, Magic-Schaden allgemein, eine ganz üble Nummer, aber wir sehen auch den Schaden der Gruppe, Junge, der Priester, der Hexer, der Krieger, die flippen hier komplett aus bei solchem Puls und da wurde jetzt natürlich mit einer nötigen Prise Risiko auch einiges an Zeit eingespart. Hervorragende Nummer und dann geht ihr schon hier vor zum nächsten Punkt, Freunde. Denkt übrigens dran, es gibt einen Otter-Mount bei den Tuskar und es gibt eigentlich sogar zwei Otter-Mounts, streng genommen, bei denen ihr Ringe eintauschen müsst. Ich glaube, eines bekommt ihr für zwei Ringe aus dem Raid. Ich glaube, beide droppen im Gewölbe, also wenn das Fate technisch wieder verstärkt ist und ihr habt vielleicht auf irgendeinem Guffeltwink Ringe in der Vault oder gewinnt vielleicht mal einen durch Gier oder so, was jetzt selten passieren wird, aber behaltet Ringe aus dem Gewölbe im Auge, die könnt ihr nämlich eintauschen bei den Tusker gegen einen Otter Mount und auch drei Ringe aus den Dragonflight Dungeons, die jetzt ja wieder aktiv sind, könnt ihr eintauschen gegen ein Otter-Mount. Also zwei Mounts, eins für drei Dungeon-Ringe, eins für zwei Raid-Ringe. Müssen natürlich spezifische sein, ja, geht nicht dreimal derselbe, aber einer kann auf jeden Fall hier bei diesem nächsten Boss droppen und ich pflanze euch jetzt diesen Samen ins Gehirn, damit er beim nächsten Mal aufblüht, wenn ihr hier seid oder einen Ring droppen seht und vielleicht überprüft ihr das dann nochmal und vielleicht habt ihr sogar in diesem Moment welche in der Tasche, ja, seid so ein kleiner Anhalter, Sammelmessi wie ich, ne, ihr haltet nämlich immer dann an, wenn ihr kurz davor seid, was verkaufen zu wollen und denkt euch, nö, das könnte nochmal wichtig werden und hier haben wir die Bestätigung, Ringe für die Otter Mounts. Ja, ganz, ganz wichtige Nummer. Und gerade am Anfang ist es natürlich so, dass jeder noch alles braucht, aber gerade wenn ihr vielleicht ein bisschen später in das M+ Blasen startet oder wenn ihr vielleicht wirklich ganz viele Twinks habt, ja, und bei einigen dann wie ich nur auf T-Mock geht, egal was für ein Best-in-Slot-Schmuck gerade in der Kiste ist oder wie auch immer, dann ist das jetzt in dieser Season natürlich nochmal eine schöne Möglichkeit, auch da drauf zu achten. Und bevor ihr sagt, lull, das droppt doch eh nicht und wenn
doch wird es mir weggerollt. Also auch wir haben in den letzten Monaten immer mal wieder für die Lulz und die Weekly-Belohnung mit den verschiedensten Schals in der Gildengruppe diese vier mythischen Nuller mitgenommen, war es, glaube ich, ne, für dann fettes HC-Rate-Item. Und da ist in einem dieser Runs, wo wir natürlich auch spezifisch die Dungeons genommen haben, wo diese Ringe droppen können, da ist einmal das komplette Set an Ringen gedroppt und somit konnte in einem Weekly-Run A4 Dungeons unser Heiler sich das Ottermount direkt holen. Boom, also da kann man ein bisschen mitdenken, das sind genau die Kombinationen, auf die ich eigentlich auch abfahre in dieser Season. Dadurch, dass auch die entsprechenden World-Events wieder ermächtigt werden, war ich jetzt mit meinem Mönch in Vorbereitung auf unsere NHC-Runs im Stream, war ich auch wieder in der Zarelek-Höhle, hab dieses Forscher-unter-Feuer-Event mitgemacht, zack, ist da auf einmal auch ein Reittier aus dieser Kiste gesprungen, so ein komischer Höhlenrochen. Dann habe ich noch gesehen, Mensch, was liegt denn hier rum noch aus der eigentlichen Zarelek-Höhlenzeit, ne, 10.2 dürfte das ja gewesen sein. Da habe ich noch so duftende Münzen. Wo tausche ich die denn eigentlich ein? Ach, auch bei einem Händler da rund um dieses Haus bei den Niffen in der Stadt, ne? In Loam hieß es, glaube ich, sind die postiert. Da tausche ich diese Münzen gegen irgendwelche Ornamente und die tausche ich auch wiederum gegen Reittiere. Oh, Bruder. Also da lohnt es sich wirklich auch außerhalb vom reinen GS-Farm drauf zu achten. Und deswegen, ja, habt ihr diesen Gedanken jetzt zwischen euren Augen zentriert, ob ihr wollt oder nicht, gönnt euch die Reittierchen. Ja, dieser Boss hier, dieser miese Hund, hör mal, der ist natürlich auch räudig. Umso länger er dauert, umso höher wird hier logischerweise auch die Fehlerquote. Weil irgendwann passiert doch irgendein Scheiß. Das wissen wir. Das ist bei jedem Boss so. Das ist klar, aber bei diesem besonders ekelhaft. Ne? Du willst diese Orbs natürlich sorgen. Wir sehen aber, was das auch mit dem Gruppenleben anstellen kann, wenn man sich hier in Effekte schmeißt. Nebenbei noch diese wunderbare Welle hier nach vorne entfesselt wird. Und da muss man wirklich schauen, dass man hier dem Heiler ein bisschen unter die Arme greift. Denn wir sind erst bei 50% Bossleben. Ja, jetzt kommt noch der Rückstoß. Jetzt kommen hier noch Explosionen. Du musst ein bisschen moven. Dann kommen schon wieder die nächsten Kugeln. Ja, da sehen wir gerade schnell nach vorne mit reingeswitcht. Da muss unser Tank natürlich aufflitzen. Da muss er ein bisschen mitmachen. Und gerade als DK hier antimagische Hülle und gib ihm ist so ein bisschen wie in Fyrak. In Fyrak drin. Ja, nee, die Phase hatten wir glücklicherweise nicht. Aber in der Übergangsphase hin zur zweiten, wo er sie nochmal hinstellt und schön in das Herz von Amidras hier reinblastet und wir dann um seinen Pöppes drumherum versuchen, diese Kugeln abzufangen. Das ist hier ganz ähnlich, Junge, wie die Leute runterdroppen. Aber das Überleben, das ist natürlich auch geil, ne? Wenn du weißt, das und das und das kann ich exakt überleben mit dem und dem Leben, das ich habe. Wenn ich in diese Mechanik reingehe, dann brauchst du nur noch dieses Leben, das du nötig hast, um die Mechanik zu überleben. Also es muss der Heiler mitmachen, ne? Das muss funktionieren, du musst deine Def-CDs beherrschen, du musst wissen, wie viel du aushältst und dann kann das natürlich laufen. Das finde ich immer auch schön, wenn Leute unter irgendwelche Videos schreiben, ja, Mensch, das ist eigentlich ganz einfach, wenn du das und das und das richtig machst. Denke ich dann, ja, das ist klar, ne? Wenn wir alle unsere Klasse perfekt spielen würden und jeder jeden Boss in- und auswendig kennt, dann ist das ganz einfach. Dann ist das aber nicht nur bei diesem Boss so, dann können wir alle beim World First Race mitmachen. Ne? Genau da liegt der Hase im WoW-Pfeffer, ja. Darum freue ich mich immer für jeden, der solche Erfahrungen macht und sagt, oh, ist ja übel einfach hier, kein Problem. Aber das kann man, denke ich, auch nur so sehen, wenn man in seiner eigenen Bubble fischt von den bisher positiven Erfahrungen zerrt, die man gemacht hat. Und da drücke ich die Daumen, dass das so bleibt. Aber sobald man über den Tellerrand hinausschaut, da wird es dann doch ein bisschen kritischer. Ne? Da hatten wir neulich auch so ein kleines Gespräch in den Kommentaren, habe ich beobachtet. Da ging es um Addons und mögliche Verbote waren ein bisschen angestoßen, das Thema, weil in der Alpha, in der Testphase, da gingen die Addons kurzzeitig nicht. Und da war natürlich direkt, oh, Blizzard will alle Addons verbieten und ich sagte, dann fände ich nicht so gut, ja, weil eigentlich sollte es Blizzards Aufgabe sein, das Game so zu designen, dass wir von uns aus sagen, wir brauchen gar keine Addons, weil wir haben Koordinaten so, wir können den Chat anpassen, wie wir wollen, wir können unsere Gruppenanzeige drehen, wie wir möchten und so weiter und so fort. Ja, und auch die Bosse sind dann so, dass wir sagen, wir brauchen keine Weak Auron, wir brauchen keine 30 Timer Addons und. Ja, dann schrieb auch jemand, man, das ist doch jetzt schon total einfach hier, gar kein Problem für mich, ne? Wenn ich an den einen Boss denke, da gucke ich auf die Energieleiste und weiß, bei 33,5% macht er das und bei 55,7% macht er das und dann beobachte ich die Ads, wie sie laufen und
Ja, und da habe ich auch gedacht, cool, und das dachten auch einige von euch, cool, wenn das für dich so hinhaut. Also wirklich, ne? Es war eine ganz nette Debatte. Man hat versucht, sich nicht gegenseitig auf die Füße zu treten, sondern gegenseitig den Horizont so ein bisschen zu erweitern. Und dann schrieben eben andere. Ja, jemand zum Beispiel, der körperlich leider eingeschränkt ist und nur mit einer Hand spielen kann. Und der sagte dann, ey, wenn ich diese Addons nicht habe, dann kann ich nicht mehr raiden, weil selbst wenn ich drauf achte, dann schaffe ich es nicht mehr so zu reagieren. Ja, weil ich einfach die Möglichkeit dann nicht habe und deswegen brauche ich diese Addons, die mir da entsprechend weiterhelfen. Der nächste hat geschrieben, Leute, ich habe einfach Probleme mit Zahlen. Ja, du kannst mir immer wieder sagen, ey, achte auf die Prozente, 55, 55, dann musst du hüpfen. Ich werde das nicht geschissen bekommen. Ja, und dann war die große Frage, was machen wir mit uns, mit euch, je nachdem, wo ihr steht, wie ihr das seht, ne, schließen wir die einfach aus, wenn es jetzt heißt, ey, wir verbieten die Addons oder wie genau sieht das aus? Ja, und was dann für den einen in seinem Blickfeld wunderbar funktionierte und ein anderer auch gesagt hat, hey, pass auf, ich krieg das glaube ich auch noch hin, aber was machen wir mit denen, gerade jetzt in Zeiten, wo es um Zusammenspiel, wo es um Zugänglichkeit und ähnliche Bereiche geht. Also da ist es, glaube ich, einfach abgesehen davon, dass es viele einfach abfacken würde, die sich dran gewöhnt haben. Wirklich kein sinniger Weg zu sagen, ey, wir müssen das alles verbieten. Ja, und darum fand ich es ganz schön zu sehen, wie da so ein bisschen debattiert wurde. Die Debatte läuft, glaube ich, auch gerade noch in den Kommentaren. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sie ausgegangen ist, aber ein Win heutzutage ist es schon mal, da innerhalb von 5 Minuten nicht 3 Leute aus den Kommentaren wegbannen zu müssen, weil sich eben gesund artikuliert wird, ja. Und darum können wir, glaube ich, alle in diesen Debatten nur dazulernen. Und mehr ist, glaube ich, auch nicht drin, weil Blizzard wird höchstwahrscheinlich gar nichts verändern, ne? Weder die Raids irgendwie jetzt von heute auf morgen anders tun, noch werden sie tatsächlich die Addons verbieten. Darum ist es einfach für mich spannend und teilweise auch unterhaltsam, in diese Diskurse reinzugehen und doch immer noch mal dazu zu lernen. Denn an sich bin ja auch ich in meiner eigenen Bubble, ja, mit der Gilde und den Kumpels im Discord so ein bisschen gefangen, in Anführungsstrichen, aber genau durch solche Dialoge, die wir dann immer mal haben, auch in Streams und Co., habe ich auch so unglaublich viel dazulernen können, so viele Geschichten hören dürfen, so viele Arten zu spielen, ja. Das ist wirklich insane, wenn es dann darum geht, Entscheidungen von Blizzard nachvollziehen zu können oder dann eben doch in solche Diskussionen reingehen zu können und dann nicht mehr nur deinen Blickwinkel, sondern auch 5 andere schildern zu können. Und ja, viele machen das nicht. Und das will ich denen auch gar nicht vorwerfen, ja, weil nicht jeder ist in der glücklichen Position, jetzt einfach in eine größere Bubble reintauchen zu können, mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen konfrontiert zu werden und dann dazulernen zu können. Und viele wollen das auch gar nicht, viele wollen jetzt einfach eine Runde WoW zocken. Ja, und wenn das nicht so ist, wie es ihnen gefällt, dann ist ihnen auch scheißegal, warum. Und das kann ich sogar auch verstehen. Es geht ja um Unterhaltung, es geht ja um Spaß haben. Aber wenn diese Kollegen dann reingehen in so eine Diskussion, dann finde ich es nur richtig und wichtig zu sagen, Kollege, Achtung, das ist schön, wenn das für dich so funktioniert. Wirklich, ich finde das super, aber versuche auch an das und das und das zu denken. Ja, und dann kommst du vielleicht zu einer anderen Meinung oder auch nicht, wie es so ist, dann wird vielleicht am Ende doch wieder auf Mutter gegangen, keine Ahnung, aber da ist momentan auch innerhalb der WoW-Community eine Menge, ja, Aufklärungsarbeit ist zu krass, wir reden über ein Videospiel, ne, und wie eben angeschnitten verstehe ich jeden, der einfach nur entspannt eine Runde zocken will und das dann kacke findet, aber ich kann es auch nur nochmal abschließen zu dieser kleinen, oh, Reise in die Welt der Meinungen und Spielarten, kann ich es nur nochmal empfehlen, auch gewillt zu bleiben, über den Tellerrand hinauszuschauen, macht es häufig doch einfacher, gewisse Sachen nachzuvollziehen oder sich mit Sachverhalten zu arrangieren. So wie unsere Gruppe hier, 2 Tote nur auf der Uhr in einem 7er, ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer hier in den ersten Wochen. Wir wissen ja, dass im Plus-Scaling, da hat sie auch ein bisschen verändert. Und dementsprechend ist so ein 7er mittlerweile, oh, nicht mehr das, was er vor einigen Seasons, vor einigen Monaten war, sondern deutlich schwerer skaliert. Deswegen lebt unser Boss auch deutlich länger, als wir das vielleicht sonst von 7er Keys gewohnt sind. Wird jetzt aber auch umfallen, dann müssen sie nur noch schnell den einen Trashmob umölken, der jetzt für die Prozente irgendwo flöten gegangen ist. Und da wird direkt nochmal ein Wirbel mitgenommen. 0,44% fehlen ihnen noch, da müssen sie jetzt einfach nochmal ein paar CDs ziehen, irgendwo reinspringen und dann ist das eine
Sache von Sekunden. Ja, den Boss wunderbar gespielt, die Voids schön an den Rand gelegt, den Kugeln ordentlich ausgewichen, keine allzu doofen Überschneidungen mit dem stürmischen Affix mit am Start gehabt und dann ist das doch etwas Fabelhaftes. Ja, ein wirklich schöner Run gewesen, muss man sagen. Der blutiger Kollege, ne, der hat hier der Zunft der Todesritter alle Ehre gemacht. Letztens schrieb jemand, hey, lange kein Heiler-Replay am Start gewesen. Eine Zeit lang hatten wir nur unsere lieben Heiler, die ganz hier eingesendet haben. Und da meinten einige, ey, mach doch mal DDs. Na, dann haben viele auch DD-Replays geschickt und Tanks. Und was ist jetzt der Blutiger? Ist das jetzt doch wieder Heiler oder ist es doch Tank? Tja, vielleicht irgendwas dazwischen. Manchmal weiß ich auch noch nicht, wie ich mich da rein spielerisch identifizieren soll, aber hey, vielleicht fühlt man sich da auch je nach Key, je nach Gruppe einfach entsprechend. Ne? Manchmal musst du der Heiler sein und manchmal kannst du es glücklicherweise lassen. Dankeschön für die wunderbare Runde. Vielen Dank fürs Einsenden, vielen Dank fürs Zuschauen und auch in der Gruppe haben alle, finde ich, einen sehr schönen Job gemacht. Ehre. Bis dahin. Macht es gut, bleibt gesund und tschau!